Hallo. Ja, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt doch entschieden, doch die Kampagne weiterzumachen. Wir hatten als letztes das Diplom und jetzt geht's ans Wirtschaften. Ich habe zwischendurch mal versucht, das Spiel normal weiterzuspielen, also Quatsch hier diese Endloskampagne. Aber das ist dann doch relativ schwer. Im Sinne von, es gibt noch sehr viel zu lernen. Und ich kann auch nicht alles. Also machen wir einfach mal hier weiter mit den Wirtschaften und gucken mal, was da auf uns zukommt. Hola, Kompass. Willkommen in Rio. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug. Mein Bruder hat mir schon viel von dir erzählt. Ich bin Rodriguez González Hernández de la Roca. Sieh dich ruhig um hier. Wir haben hier Jaguare, Seelöwen, Erdmännchen und sogar Schimpansen. Der Bruder sieht genauso aus. Ist auch eine gute Erklärung, wenn man die Texturen einfach mal einspart. Ich muss nochmal, glaube ich, am Lautstärkeregler rumhantieren. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der dann weg ist. Nein, ist er nicht. Oh nein, da muss ich wieder zurück. Ja, muss ich dann nur tun. Nein, ich abspeichern. Ja, sorry Leute. Wo ich letztes Mal selber gespielt habe, habe ich meine Musik wieder ein bisschen lauter gemacht. Das müssen wir nochmal ein bisschen leiser machen. Doch relativ uninteressant ist. So. Spiel fortsetzen. In der Kampagne. Ja, ich habe bis jetzt, ich habe einmal gespielt, und zwar das freie Spiel. Und dieses mit den Sternchen und so hat wohl jetzt sowas ähnliches wie ein Erfahrungslevel zu tun. Also, wenn man. Hola, compadre. Ja. Willkommen in Rio. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug. Okay, das kennen wir Besonders ja stolz schon. sind wir aber auf unsere neuesten Parkbewohner, die Königspinguine. Diese niedlichen Gesellen wurden erst gestern von den Falklandinseln angeliefert und sollen eine besondere Attraktion im Park werden. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe ein freies Spiel ausprobiert und habe halt festgestellt, dass diese Sterne hier oben, das ist so eine Art Erfahrungslevel. Also man kann hier das voll kriegen und dann kriegt man einen neuen Stern. Dazu muss man allerhand Sachen schaffen, dass die Leute glücklich sind, dass die Tiere glücklich sind, dass man viele Attraktionen hat, damit die Leute glücklich sind und so weiter. Kriegt ihr denn ein Minecraft-T-Shirt? Der Junge? Warte hier. Nee, sah grad so aus. Gut, gucken wir mal, was er noch zu erzählen hat. Die extra für die Pinguine aufgestellten Klimageräte kosten uns zwar ein Vermögen, aber die Besucher werden nun mal immer anspruchsvoller. Und wir wollen schließlich möglichst alle Besucher zufriedenstellen. Ja, das stimmt. Die werden wirklich immer anspruchsvoller. Du sollst uns helfen, die Besuchereinrichtungen zu modernisieren. Wir möchten einiges in weitere Einrichtungen investieren, damit die Besucher noch zufriedener sind und länger im Park verweilen. Okay. Auf unserer Website haben wir ein Gästebuch eingerichtet, in dem die Gäste festhalten können, wie ihnen der Parkbesuch gefallen hat. Zur Einsicht klicke doch mal den blinkenden Schalter in der Menüleiste oben an. Du siehst hier eine Auswahl der wichtigsten Besucherkommentare der letzten Zeit. Das Ziel sollte immer sein, möglichst viele gute Bewertungen zu sammeln, denn diese steigern letztendlich den Level der Parkattraktivität. Die aktuelle Parkattraktivität wird in Sternen rechts neben dem Gästebuchschalter angezeigt. Später erzähle ich dir noch mehr über die Parkattraktivitätssterne. Okay. Um gute Bewertungen zu erhalten, müssen wir die Parkbesucher möglichst während ihrer gesamten Besuchszeit zufriedenstellen. Wähle einmal die Besucherliste rechts oben an. Wenn du jetzt einen beliebigen Besucher anwählst, kannst du rechts unten dessen aktuelle Gedanken einsehen. Besucher wollen nicht nur Tiere beobachten. Sie freuen sich auch über eine attraktive Bepflanzung und dekorative Objekte. Okay. Für ausreichende Bepflanzung haben wir bereits gesorgt. Kümmern wir uns also um die Dekoration des Parks. Wähle bitte mal den blinkenden Schalter an. Dort findest du ein paar dekorative Einrichtungen. Es gibt bei vielen Einrichtungen eine Auswahl von weiteren Varianten der Einrichtung. Du erreichst diese über die Anwahl des grünen Zahnrads. Ja, ganz toll.
Okay. Ach, er wird noch was erzählen. Such dir selbst ein paar Dekorationen aus und verteile sie gleichmäßig im ganzen Park. Achte aber darauf, dass du keine Wege oder Durchgänge für Besucher oder Mitarbeiter versperrst. Die Wege sollten immer frei zugänglich bleiben. Okay. So. Also mehr Dekoration sollen wir anbringen. Mal schauen wir uns den ganzen Park hier an. Hier haben wir ein paar Robben. Oh, eine Babyrobbe. Hier sind die Pinguine. Ich finde ja die Animation ganz gut gelungen mittlerweile von den Tieren. Die sind ziemlich, ja, niedlich geworden. Nicht mehr so kantig und eckig wie damals. Ist das ein Eisbär? Ist das ein Schimpansenjunge? Ist der weiß oder ist das ein Texturfehler? Der ist echt weiß. Was? Ein Albino-Affe. Das ist das Coole bei dem Spiel. Also es kommen halt ab und zu mal so Mutanten raus bei den Tieren, die halt andere Farben haben. Und dann könnte man sich darauf konzentrieren, diese weißen Affen in ein extra Gehege zu packen und hoffen, dass die Mutter das nächste Mal wieder weiße Affen rausbringt, damit man dann weiße Affen züchten kann. Das ist unglaublich. Dann hast du halt ein Gehege voller weißer Affen. Was haben wir hier? Jaguarweibchen. Und ein Jaguar-Mochenweibchen. Okay. Was läuft denn darum? Noch ein Jaguarweibchen. Okay, die scheinen hier alle Kinder zu haben. Wir werden jetzt mal das Ganze hier attraktiver machen. Also, hier mal Fackeln. Der möchte, glaube ich, gerne was trinken. Dann machen wir da gleich einen Getränkeautomat hin. So. Getränkeautomat. So. Dann haben wir hier das Gehege von den Erdmännchen. Ziemlich klein. Also ich, gut, die sind sehr klein, aber das ist, Gehege ist wirklich winzig. Weil wenn die Kinder bekommen, dann kommt da, ey, was da alles rauskommt an Kindern, das ist ja unglaublich. Ja, was würde hier am besten passen? Ich würde sagen Termitenhügel. Oder auch mehrere Varianten. Später mal. Okay. Dann machen wir hier einen Termitenhügel hin. Und da machen wir. Gut, gut, das reicht fürs Erste. Ja, wieso denn? Ich nicht alles Geld in die Dekorationen stecken. Wir sind nicht zuletzt auch ein Wirtschaftsunternehmen. Unser Ziel muss es also auch sein, die Besucher zu zusätzlichen Ausgaben anzuregen. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich will noch ein paar machen. Hier ist der weiße Affe zum Beispiel. Beim weißen Affen würde ich gerne auch nochmal so ein Totem hinstellen. Und bei den Pinguinen möchte ich so ein Geysir. So. Bei den Seerobben, weißt du, so ein Geysir halt. So. Also, was hat er noch zu erzählen? Getränkeservice heißt das Zauberwort. Ich glaube, in keinem anderen Land wird so viel getrunken wie bei uns hier. Und das nicht nur wegen der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit. Sieh dir doch mal den Bereich Besuchereinrichtungen genauer an. Lass uns gleich mal austesten, was passiert, wenn wir ein paar Getränkeautomaten aufstellen. Setze bitte drei Automaten an den Wegesrand.
Achte darauf, dass die Automaten zum Weg hin ausgerichtet sind, damit die Besucher direkt hinfinden. Tipp, du kannst Objekte drehen, indem du die linke Maustaste gedrückt hältst und dabei die Maustaste okay, das weiß ich ja schon. Oder unten bewegst. Drei Automaten. Na gut, wir hatten ja gerade eben erst einen Automaten gebaut. War da mal ein hin? Für den Eingang? Ich glaube, hier kommt noch ein Gehege hin. Bin mir nicht sicher. Aber es scheint doch sehr nach aussehen. Hier ist der Eingang. Vielleicht sollten wir hier auch einen hinstellen. Sieh an, wie die durstigen Besucher zu den Automaten gehen und Getränke kaufen. Der Hersteller der Automaten verspricht, dass es sich hierbei um hochmoderne, selbstreinigende Geräte mit vielen Einstellungsmöglichkeiten handelt. Selbstreinigende Geräte? Aha. Interessant. Da liegt jetzt eine über 100-seitige Bedienungsanleitung bei. Lass mich mal sehen. Automaten nicht auf den Kopf stellen. Den Automaten nicht mit Spülmittel befüllen. Aha, hier, auf der letzten Seite. Wähle den Automaten an. Klicke nun auf den Schalter Warenübersicht. Ah ja, hier können wir also auswählen, welche Getränke wir anbieten wollen. Die Getränke mit 2 Sternen können wir wohl erst anbieten, wenn die Parkattraktivität auf 2 Sterne angestiegen ist. Aber die Limonade könntest du mal aktivieren. Schließe dann das Menü wieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Was die Besucher von den aktuell eingestellten Preisen halten, kann man einsehen über das Objekt-Info-Menü rechts unten. Wähle in diesem Menü den Schalter Preisbewertung. Wenn ich das so lese, dann denke ich, wir können die Preise am Getränkeautomaten noch etwas anheben. Gehe dazu in die Warenübersicht und verdopple mal die Preise. Die Warenübersicht? Wieder von dem Automaten oder von was? Wenn du fertig bist, dann kannst du die Einstellungen auf alle anderen Getränkeautomaten übertragen. Über den Schalter auf alle Einrichtungen dieser Art übertragen. Schließe dann das Menü über den Schalter bestätigen. Okay. Ja, wir machen die Limonade auch nochmal teurer. Wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich noch länger an der Preisschraube drehen. Es ist sicher nicht einfach, es jedem Besucher recht zu machen. Es lohnt sich deswegen, regelmäßig die Preise zu kontrollieren. Eines solltest du dir aber auf jeden Fall für die Zukunft merken. Ah, und was? Je mehr Sterne die Ware hat, desto höhere Preise werden von den Besuchern akzeptiert. Allerdings zahlen auch nur vollzufriedene Besucher die maximal einstellbaren Preise. Lass uns deshalb schauen, wie wir die Besucher weiter zufriedenstellen können. Jetzt, wo die Besucher mit Getränken versorgt sind, habe ich eine weitere Geschäftsidee. Dazu ein kleines Quiz. An welches Örtchen geht jeder von uns mindestens einmal am Tag? Tipp, und wenn man viel trinkt, noch öfter am Tag. Wir wollen alle was trinken und da ist ein Automat. Warum gehen wir da nicht hin? Verdammt, sagst. Oh, hier sind Mülleimer. Oder da fehlen Mülleimer. Richtig, das stille Örtchen. Schau doch bitte mal in den Besuchereinrichtungen, was es dazu im Angebot gibt. Oh, da bauen wir doch mal rote Toilettenhäuschen. Ich finde ja diese Dixie-Klos total scheiße irgendwie, ne? Früher war das wenigstens noch so ein Haus mit 2 Eingängen und so, und jetzt sind jetzt diese Dixie-Häuschen. Ich hoffe, da gibt es bald neue Klos. Da findet sich doch sicher ein schnuckliges Toilettenhäuschen. Setze 2 davon gut sichtbar an den Wegesrand. Ach was, kauf gleich 4 davon. Verteile sie am besten gleichmäßig im Park, damit die Besucher keine weiten Wege haben, wenn die Blase drückt. Okay, dann bauen wir noch ein rotes hier hin, vielleicht neben den Automaten. Das kommt bestimmt voll gut. Und noch ein oranges am Eingang. Auch gleich neben den Getränkeautomaten, oder? Machen wir hier hin. Jetzt zur Geschäftsidee. Voll getarnt. Auch die Toilettenhäuschen bieten die Möglichkeit, Preise für die Nutzung einzustellen. Oh. Wähle dazu bitte mal ein gebautes Toilettenhäuschen an und klicke auf den Schalter Preis erhöhen. Wähle anschließend noch den Schalter Preis übertragen. Wunderbar!
Für zusätzliche Einnahmen wäre nun gesorgt. Du kannst gerne prüfen, ob die Besucher die Toiletten auch nutzen oder die Preise vielleicht überhöht sind. Wenn du damit fertig bist, lass uns weitermachen. Ich mache mal ein paar Parkdekorationen. Mal so ein paar Fackeln vielleicht. Dann machen wir mal die andere Fackel. Diese hier. Sieht genauso aus wie die andere. Ja. Und stellen hier nochmal ein paar Fackeln auf. Offenes Feuer in einem Zoo. Ganz gute Idee. Häuschen und Getränken gibt es noch verschiedene andere Einnahmequellen. Ist das eine Fleischbar? Oder Aquarien. Für diese Gebäude kann man von den Besuchern noch einmal extra Eintritt verlangen. Baue doch einmal ein solches Vogelhaus an den Wegesrand. Drehe es dabei ebenfalls mit dem Eingang zum Weg hin. Die sind ja doch relativ groß, die Vogelhäuser. Vielleicht hier? Nee. Also da oben wäre ja Platz, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob da noch was kommt. Das ist eine Höhle. Aber ich glaube, man kann zum Notfall noch umstellen. Oder wir gucken hier unten. Nö, ich glaube, der Platz sollte das Vogelhäuschen sein. Gut. Hast du schon einmal einen Besucher beobachtet, wie er seine Abfälle auf den Boden geworfen hat? Ja. Das lässt sich verhindern. Stelle also bitte schnellstens Mülleimer entlang der Wege auf. 10 Stück davon sollten reichen, solange du sie gleichmäßig verteilst. Dann machen wir diese schönen blauen Mülleimer. Machen wir einen hier gleich. Gut. Da einen hin. Da einen hin. Da einen hin. Da einen hin. Hier vor allem einen hin. Hier tummeln sich ja die Leute. Und dann machen wir hier auch nochmal einen hin. Und da. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt habe. Vielleicht noch ein mehr? Vom Eingang? Nö. Hier nochmal einen. Und da. Ich habe hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, ah, einer fehlt noch. War dann in die Ecke. Okay, das wäre geschafft. Um den Park aber langfristig sauber zu halten, müssen die Mülleimer geleert werden. Wir kommen also wohl nicht darum herum, Reinigungspersonal einzustellen. Ich hatte auch schon eine Anzeige in der lokalen Zeitung aufgegeben und erste Bewerbungen sind eingetroffen. Sieh doch bitte mal nach im Bereich Bewerber. Wir nehmen natürlich den, der nichts kostet. Der macht das alles, weil es ihm Spaß macht, im Müll zu wühlen. Und den packen wir natürlich hier hin, wo das meiste an Müll rumliegt. Soll ich das jetzt alles abdecken, oder wie? Sieht's aus. Na gut. Decken wir den ganzen Park mit dem Müll ab. Das ist ja nicht mein Park, das ist ja nur das Tutorial. Das eine Stelle ist da jetzt nicht, da ist auch ein bisschen. So, jetzt können wir den Bereich des Parks noch ein bisschen von dem Parkmüll einmal ein bisschen größer machen. Damit er auch wirklich jeden Scheiß wegräumt. Ihr Mist wegräumt. Ich hätte auch schon eine Anzeige. Haben wir doch. Soll ich das extra nochmal anklicken? Oh, ist doch nicht wahr. Am besten so,
dass die gesamte Fläche abgedeckt ist, auf der sich Besucher aufhalten können. Gut gemacht. Alle Abfälle sind weggeräumt. Der Park ist nun blitzekrank sauber. Ich hoffe nun, dass die Besucher das honorieren und gute... Die Reinigungskräfte haben Fähigkeiten erlangt? Was? Wie jetzt? Sie können Fähigkeiten erlangen? Wow! Unsere Maßnahmen haben Erfolg. Die Parkattraktivität ist angestiegen. Wie du oben siehst, hat unser Park nun 2 Sterne. Das muss gefeiert werden. Hol dir ruhig was Schönes zu trinken. Wir sind ja schließlich in Rio. Das habe ich bei meinen Spielen nicht so schnell hingekriegt, aber okay. Jetzt, da der Park attraktiver geworden ist, können wir uns mal den Eintrittspreis am Parkeingang Gedanken machen. Wähle dazu bitte mal das Eingangsgebäude an. Eingangsgebäude, alles klar. So, das hier. Schalter Preisbewertung prüfen, wie die Besucher mit dem Eintrittspreis zufrieden sind. Versuche nun also auch hier den Preis so anzuheben, dass die Besucher ihn als angemessen erachten. Ist dir übrigens schon mal der schmale Balken unterhalb der Parksterne aufgefallen? Wenn dieser Balken komplett gefüllt ist, kann man damit rechnen, dass der Park spätestens nach einem Monat einen zusätzlichen Stern verliehen bekommt. Und ein längerer Balken und mehr Sterne bedeuten auch, dass die Parkbesucher höhere Preise beim Eintrittsgeld, Besuchereinrichtungen und Waren akzeptieren. Das ist gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Was mich ja interessiert, ich würde ja gerne mal einen Gärtner für hier vorne einstellen, weil die Pflanzen machen keinen guten Eindruck. Gut, aber wir wollen ja erstmal den Preis erhöhen. Je mehr Sterne dein Park hat, umso interessantere Tiere, Pflanzen oder Dekorationen kannst du auch kaufen. Dies ist auch wichtig. Okay, das kennen wir ja schon. Also, den Preis erhöhen. Preis erhöhen. Haben wir erhöht. Wie kriege ich denn das Missionsfenster wieder hin? Das war doch hier irgendwie... Nee. Ah, verdammt, okay, auch nicht. Je mehr Sterne dein Park hat, umso interessantere Tiere. Die anspruchsvolleren Besucher werden sich zum Beispiel weigern, Waren zu kaufen oder Einrichtungen zu benutzen, die weniger Sterne haben. Zwar kannst du einige Gebäude ausbauen und damit attraktiver machen, aber manchmal musst du auch neue Gebäude errichten. Wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, komfortablere 2-Sterne-Toiletten zu errichten. Das finde ich doch schon mal cool. Ersetze doch einmal die kleinen Toilettenhäuschen im Park durch 3 der größeren Toilettenhäuser. So. Wir machen jetzt trotzdem erstmal eine kleine Pause. Das ist schon mal gut. Jetzt lerne ich auch wieder einiges Neues dazu. Und hoffe, euch hat es erstmal jetzt hier soweit gefallen und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, ne? Bis dann, ciao!